Evonik News, die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg. Evonik verkauft seinen Standort Lülsdorf und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling an die International Chemical Investors Group, ICIG. Diese Meldung hat sich in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer im Rhein-Sieg- und Rhein-Erft-Kreis verbreitet. Der Verkauf ist über viele Monate vorbereitet worden. Es betrifft über 600 Kolleginnen und Kollegen, die über diesen Zeitraum umfangreich informiert und eingebunden worden sind. Neu war kurz vor Ostern der Name des Käufers, ICIG, einem Chemieinvestor aus Luxemburg, der sich auskennt bei der Entwicklung von Standorten und Geschäftseinheiten, die bei Konzernen nicht mehr zum Stammgeschäft zählen. Die endgültige Übergabe des Standorts soll Mitte dieses Jahres erfolgen, vorausgesetzt, dass Kartellrecht und unsere zuständigen Gremien dem Verkauf zustimmen. Was uns besonders wichtig war, bringt Dirk Röttger, Geschäftsführer der Evonik Functional Solutions GmbH, auf den Punkt. Evonik hat nach einem verlässlichen Investor gesucht, der die Potenziale des Standorts Lülsdorf heben will und kann. Und wir haben ihn in ICIG gefunden. Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lülsdorf und auch des CYC-Geschäfts in Wesseling in erfahrene und bewährte Hände abgegeben werden. Wer morgens zum Frühstück Milch und Saft aus der Speisekammer holt, wundert sich manchmal, dass beide Lebensmittel eine so unglaublich lange Haltbarkeit haben und trotzdem nach dem Öffnen noch so frisch bleiben. Aber wie kann das eigentlich sein? Das Zauberwort heißt Oxidation. Wenn beispielsweise eine Kunststoffflasche mit einem Saft oder eine Verpackung mit Milch befüllt werden soll, dann muss sie kurz vor dem Einfüllen von Bakterien und Keimen befreit werden. Dazu setzen die Hersteller unter anderem auch Wasserstoffperoxid ein. Und das kommt von uns, also von unseren Experten bei Active Oxygens. Dank unseres Stoffes bleiben Milch und Saft geschmacklich frisch. Und sehr lange haltbar. Und das ohne Kühlung. Und wer keine Kühlung braucht, spart bekanntlich Energie. Übrigens, Konservierungsstoffe, wie sie früher teilweise beim Befüllen hinzugefügt werden mussten, braucht es dadurch auch nicht mehr. Nochmal eine Sache zum Wasserstoffperoxid. Wenn dieser Stoff bei der Herstellung eingesetzt wird, wird nicht nur weniger Energie verbraucht, sondern er zerfällt nach seinem Einsatz in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist gut für Mensch und Natur. Wenn in der Wettervorhersage vom meist sonnigen und warmen Hochrhein die Rede ist, dann geht es um den rund 170 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bodensee und Basel, entlang der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Diese südlichste Region Baden-Württembergs soll in Zukunft möglichst nur noch mit nachhaltig produziertem Wasserstoff versorgt und klimaneutral werden. Für die Herstellung dieses sogenannten grünen Wasserstoffs wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet. Grüner Wasserstoff ist deshalb CO2-frei. Soweit so gut. Was das jetzt mit Evonik zu tun hat? Nun, wir produzieren Wasserstoff an unserem Standort in Rheinfelden, im Hochrheingebiet. Bislang verwenden wir dazu noch Erdgas. Doch davon wollen wir uns verabschieden. Damit dies gelingen kann, forschen wir gemeinsam mit der Hochschule Pforzheim an einer nachhaltigen Transformation der chemischen Industrie. Das Land Baden-Württemberg fördert diese Studie H2 Chemie 2050. Jetzt hat sich der Ministerpräsident einen persönlichen Eindruck vom Stand der Dinge vor Ort gemacht. Winfried Kretschmann war sichtlich beeindruckt. Ja, man merkt, Evonik ist da im Zentrum des Wandels. Ja, die herkömmliche Wasserstoffproduktion emittiert ja sehr viel CO2, nicht? Und daran sieht man, wie wichtig das ist, dass wir genügend grünen Wasserstoff bekommen in Zukunft. Und ich bin begeistert davon, mit welcher Power Evonik das hier am Standort angeht. Hat mich schwer beeindruckt. Man merkt, sie sind am Puls der Zeit und nehmen den Transformationsprozess ernst. Ökologisch, aber auch ökonomisch unter all den Bedingungen auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich bin auch dankbar für die Standorttreue.
Diesen Beitrag hat unser Podcast-Sprecher Sascha Görge verfasst. Vorgelesen wird er allerdings von mir. Darf ich mich vorstellen? Ich bin die neue Vorleserin von Evonik heute. Im Intranet lese ich euch gern alle Nachrichten vor, wenn ihr auf den Icon mit dem Kopfhörer klickt. Damit können sich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell informieren, die unseren News nicht lesen können. Das ist ein wichtiger Beitrag zur digitalen Barrierefreiheit am Arbeitsplatz. Wir hören uns. Evonik, Leading Beyond Chemistry.